hoffe, euch geht es gut. Ich habe ein neues Video für euch und zwar einen super leckeren Schokokuchen mit Schattenmorellen, also Kirschen. Und der Kuchen ist so lecker. Der ist etwas feucht, der ist sehr schmackhaft, der ist sehr schokoladig und perfekt vielleicht fürs Wochenende. Und ich würde sagen, wir legen gemeinsam los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Für den Kuchen brauchst du nur ein paar Zutaten. Ich verwende ein Dinkelmehl, etwas Zucker, natürlich Schattenmorellen oder andere Kirschen aus dem Glas. Ich verwende Margarine, ein sehr leckeres, zuckerarmes Kakaopulver. Natürlich auch etwas Espresso, denn ich mag die Kombi aus Schokolade und Kaffee. Als Eiersatz verwende ich etwas Apfelmus. Und dann natürlich noch etwas Vanille und Backpulver. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Erstes vermengst du das Mehl, den Zucker und das Kakaopulver miteinander. Dann gibst du den Espresso und den Apfelmus dazu. Die genauen Mengenangaben findest du in der Infobox. Und dann wird das Ganze erstmal ordentlich 1 bis 2 Minuten mit der Küchenmaschine vermengt. Das habe ich jetzt gemacht und schon kommt die erste Naschkatze hier an. Und jetzt erst gebe ich die zimmerwarme Margarine hinzu. Mein Sohn sagt, ist okay, ich nasche später. Und somit verrühre ich jetzt die Margarine mit dem restlichen Kuchenteig. Ist der Schokoladenteig eine glatte Masse, kommt er aufs Blech und kann mit den Schattenmorellen bestückt werden. Heute hilft mir mein Sohn dabei so ein bisschen. Ich mache das Ganze mit der Hand. Sind die Kirschen auf dem Blech, die Kirschen noch so ein bisschen in den Teig drücken. Und wenn alle Kirschen auf dem Blech sind, kommt er bei 180 Grad für 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Du solltest aber immer bedenken, dass jeder Ofen auch anders sein kann. Deswegen habe den Kuchen gut im Auge. Und dann kann ich ihn auch schon aus dem Ofen nehmen. Ich lasse ihn heute minimal abkühlen, denn mein Sohn ist schon ganz heiß auf ein Stück. Und er bekommt heute auch das erste. Und während mein Jüngster schon mal losmampft, gebe ich noch etwas Puderzucker über den Kuchen. Das macht ihn so ein bisschen dekorativer. Und dann ist er auch schon bereit für den Verzehr. Dann einfach nur in Stücke schneiden und auf Teller tun und dann einfach nur genießen. Ein ganz unproblematischer Kuchen, der sich ideal auch mit kleinen Kindern zubereiten lässt, wie man hier sehen kann. Auf jeden Fall ist das ein Kuchen, der hier immer gerne auf den Tisch kommt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbacken. Alle Zutaten und die genauen Mengenangaben findest du wie immer in der Infobox. Kuchen ist immer gut, gerade die Kombination Schokolade und Frucht finde ich immer wieder sehr schmackhaft. Ich habe dir in der Infobox nochmal andere Kuchenrezepte verlinkt, die alle ober-easy sind und die man so nebenbei machen kann, während man Kinder betreut, während man arbeitet oder während man zu Hause den Staubsauger schwingt, den Kindern bei den Hausaufgaben hilft. Also alles easy peasy Rezepte, die aber lecker sind und gut schmecken. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Das Kuchenbacken nicht vergessen oder morgen oder irgendwann. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Also habt einen tollen Tag und bis bald. Tschüss.